Wie informiert sich die Bank über den Kreditnehmer, beziehungsweise den Antragsteller? Also Informationen wie im Prinzip drei Quellen. Also einmal die Schufa, ganz wichtig. Ja, Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung, abgekürzt Schufa. Das macht die Bank immer. Ja, dort sind die Kredite registriert, die der Kunde bereits hat, auch bei anderen Banken. Und auch einige andere Unternehmen melden an die Schufa, wenn dort welche Dinge nicht pünktlich gezahlt werden, nicht sofort, aber wenn es dort Schwierigkeiten gibt, also zum Beispiel mobile Telefonie, also diese Unternehmen melden auch an die Schufa, teilweise Versandhändler melden an die Schufa und da wird die Bank auf jeden Fall anfragen. Dann Auskunfteien, das sind Unternehmen, die hauptberuflich Informationen sammeln über andere Unternehmen, zum Beispiel Kreditreform oder Bürgel. Auskunfteien und die diese Informationen dann verkaufen. Und dann eigene Unterlagen. Ja, die Bank hat ja, wenn das schon ein bestehendes Kontoverhältnis hier ist, hat die Bank ja eigene Unterlagen wie zum Beispiel Kontobewegungen. Da kann die Bank sehen, was kommt da jeden Monat rein, was geht raus, für was. Ja, die kann da einiges schon sehen. Und es gibt noch, ja, zumindest theoretisch noch eine weitere Möglichkeit, nämlich die Bankauskunft. Man kann auch bei einer anderen Bank, wo der Kunde mal Kunde war oder ist, eine sogenannte Bankauskunft einholen. Die ist nicht so super aussagefähig, aber es ist auch eine Informationsquelle, von daher eine richtige und zulässige Lösung. Ja, also ja, und dann das, was man im Büro den Flurfunk nennt. Eine Bank oder die Mitarbeiter einer Bank sind ja oft auch lokal vernetzt und man hört eben auch Dinge, ja, im Kegelclub und sonst wo. Auch das fließt irgendwo natürlich ein. Ja, also ich weiß nicht, wie ich das hier nennen soll. Sagen wir mal persönliche Quellen. Was die persönliche Kreditwürdigkeit des Kreditnehmers angeht, das fließt auch irgendwo ein und das bezieht die Bank auch durchaus in ihre Informationen mit ein. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.